Hi. Ja. So. Sind wir da hinein theatern wollen, Fui, ne? Nein, bitte, das war doch nicht so gemein. Du hast den gemeint, war nicht so. Na, anders. Ich hätte gute Lust, um dir einen Tipp zu reißen. Nein, jetzt sind Sie nicht so kindisch, jetzt machen wir das fertig. So, was haben wir jetzt? 33 ist letztes, dann kommt jetzt 22. Nein, das ist zu ähnlich, das ist schlecht. Das ist schlecht, nicht mehr 24. Ja. 38. Jawohl. So, was haben wir jetzt? 2560. Jetzt, na, wir haben 6, 15, 24, 33, 38, 45. Na, der einmal. Aha. Na ja, bitte vom Muster her ist das gar nicht so. Ja. Sie glauben, dass wir da eine Chance haben? Ja, sagen wir so, es ist keine sichere Sache. Ja, glauben Sie wirklich, dass wir da was gewinnen? Wer weiß. Ja. Jetzt, nein, also sicher nicht. Du, ich sage Ihnen was, wenn Sie glauben, dass wir da eine Chance haben, dann sind Sie aber jetzt mit Verlaub, wenn man da Ausdruck, ich weiß es, dann sind Sie ein geistiges Ohrmutschka. Nein, die Chance ist, nein, nicht 1 zu 10. Nicht einmal. 1 zu 5. Also, Prost! Danke. Ah, gut. Und das ist jetzt wirklich ein Rentierschnaps. Ja, aus meiner Heimat. Und werden da die ganzen Rentiere gebrannt oder? Nein, nur die Gedärme. Die werden in Spiritus eingelegt. Noch ein Schluck? Na, eigentlich. Oh, Prosit, die Herren. Ich störe ungern, aber ich habe frohe Kunde. Ich hab's ein bisschen Morgen. Magenzirrhose? Ach. Und welche frohe Kunde haben Sie uns denn zu verkünden, Herr Weber? Das Weber? Ist leider eine private Geschichte zwischen dem Herrn Breitfuß und mir. Wann Sie dabei so lieb sind und die Kieselsteine in meinem Reifenprofil zählen würden, dann. Okay? Unter einer frohen Kunde hätte ich mir etwas anderes vorgestellt. Sind doch die kleinen Dinge, die mir große Freude machen. Tun Sie, was haben wir zwar für eine private Geschichte? Na, haben Sie Lottoziehungen gesehen im Fernsehen? Ja. Ich hab gewonnen im Lotto, bitte. Was? Ein Sechser? Na, da würde ich nur anrufen aus der Karibik. Einen Vierer haben wir, also habe ich. Aha, ein Vierer ist ja nicht schlecht. Und wie viel Preisgeld ist so ein Vierer? 1627. Na bitte, da kann man gratulieren, ich freue mich für Sie. Danke. Bitte. Moment, Herr Weber, welcher Typ hat denn da gewonnen? Ja, meiner, es war mein Schein. Ja, ich habe die Frage jetzt gar nicht verstanden. Ich meine, von unserem Schein, ich meine, es könnte auch sein, dass es mein Typ war, der gewonnen hat. 1627. Ja, gut, das habe ich schon verstanden. Ja, nur bitte sagen Sie mir sofort die Zahlen, die gewonnen haben. Oh, kann ich nicht, ich habe den Schein leider nicht da. Sie, Herr Weber, ich habe Zaubern seit dem Amt, ja. Ich habe mit dem schweren Verdacht, ja. Ich habe hier mit dem Glück des Anfängers einen Volltreffer gelandet. Beweise. Na, nix Beweise. Ja, ich habe mich bereit erklärt, Sie bei Ihrer Lottospielerei zu unterstützen. Ja, und ich habe immer vorne einen Vierer bewerkstelligt. Und Sie, Sie ärgern sich jetzt, weil Sie noch nie in Ihrem Leben einen Vierer Zahn gebracht haben. Also vielleicht in der Volksschule Mathematik, möglich. Punkt. Sie geben mir 627 Schilling, weil sonst... Ja? Was sonst? Was sollen Sie machen? Wollen Sie im Lottostudio anrufen oder Sie beim Skijog beschweren, ha? Herr Weber, ich brauche nirgends anrufen. Mit Ihnen kann ich ja so reden. Sie sind jetzt so weit weg, oder? Was wollen Sie machen mit dem Geld? Na, das ist wohl meine Sache, ja. Ich glaube, Sie wollen sich wieder mal so ein deppertes Modellauto kaufen, ha? Haben Sie jetzt deppertes Modellauto gesagt? Nein. So. Ja, weil Sie dauernd auf mein Hobby losgegangen. Meine Hoffnungs ist ein Hobby. Sie haben nicht einmal eins. Doch, ich gehe Fußball spielen. Ja gut, das ist ja kein Hobby, nicht? Das ist ein Sport, die Proleten. Ja, jetzt fragst du uns, nimm mir ein Modellauto und haus runter in die Kurzparkzone. Sie, hält mich von meinem Doggerl! Okay, Sie geben mir das 1627 Schilling nicht. Nein. Gut, wissen Sie, was da passiert? Ich rede nie wieder was mit Ihnen. Gut. Versprechen Sie mir das? Ja. Ab wann gibt's? Ab sofort. Ich bin Rückspiel abgebrochen. Wo sind Sie wahnsinnig? Hey, das ist das 1 zu 0, meine Damen und Herren, in der dritten Sekunde. Sieht sich das Lächerliche, Herr Weber, ja? Ich hab noch nicht losgesagt, ja? Und ich war noch nicht in meinem Spielfeld. Das heißt, es steht 0-0.
Los. Ja, Knackerl, grüß Gott. Ist der Willi da? Nicht. Könnten Sie ihm vielleicht was ausrichten? Gut, ich kann nicht um 2:30 am Green sein. Mhm. Ich kann erst um 3. Um 3, genau. Mhm. Ja, vielen Dank. Mhm. Und mit wem habe ich gesprochen, bitte? Mit seiner Frau. Oh, jetzt piepst. Ich muss umschalten. Amtshaus Hinterhofstraße, immer 2412, Dekorationsreferat Knackerl. Grüß Gott. Nein, tut mir leid, die Herren sind gerade in einer Besprechung. Wann gehen Sie heute essen? Gut, geh ich auch um 11. Ja. Was Gott. Entschuldigung, ich müsste mal dringend kopieren. Aber ja, bitte. Dürfen wir doch, Herr Breitfuß, oder? So, danke schön. Und auf Wiedersehen. Malte, Frau Knackerl, Sie können uns wohin zu Tisch gehen. Das wird er mit mir gleich fressen, Herrst. Drecksau! So. Das gibt's nicht. Da war ich noch nicht drin. Und das. Na, komisch. Mahlzeit! Lecker! Ja, das sind die aktuellen Wetterwerte von 13 Uhr. Wind bedeckt 17 Grad, Graz, Wolke. Ach, grüße, Frau Breitfuß. Na, der Gemahl ist nicht im Zimmer. Na, der hat gesagt, er pfeift auf die Diät und isst nur mehr Leberkäse mit Senf und Peperoni, ja? Aha, ich werde es ausrichten, gell? Na, das gibt Saures. Frau Knackerl, was Dienstliches? Wissen Sie eigentlich, was aus der Bescheinigung geworden ist von diesem italienischen Lokal, von diesem Lucky Buddha? Ja, da ist aber dann ein Chineser und Lucky Buddha hast du kein Italiener. Yeah! Nein, Moment, nein, das habe ich zu mir gesagt. Entschuldigen Sie bitte, ich habe jetzt eindeutig gut hörbar für mich gesagt. Lachen Sie nicht mit, sind Sie ein Schlachtenbummler oder was ist da jetzt? Ich hab den Chineser Lucky Buddha. Ich bin auch ein Affe, was? Ja. Nein, das war gut. Und ich denke mir noch beim Reden. Aber das war ein Hitz, was? Ja. Na, war das? Ich glaube, Sie sind auf Urlaub. Ja, wirklich. So ein Hitz haben wir schon seit 20 Jahren überkommt. Okay, Herr Weber, ich rede wieder mit Ihnen. Ui, das wollte ich gar nicht. Sie, wegen die 1627 Schilling da, wegen dem kleinen Disput. Vergesst was. Es war vielleicht ein bisschen töricht von mir und. Ja. Weil okay. Vielleicht bekommen Sie das Geld nämlich gar nicht. Wieso? Na, weil ich hab das schon mal die Erfahrung gemacht bei so einem Preisausschreiben zum Beispiel. Ja. Da ist dann gegangen, so viel Schokolade war das, die Farbe der Kuh. Ja. Na, richtig angekreuzt, eingeschickt, zeitgerecht und was ist? Nach 4 Wochen, was habe ich gewonnen? Keine Kuh. Ja, ja, was ist? Wissen Sie, was komisch ist? Ich hab das Geld schon. Aha, und dann? Die Hälfte gehört Ihnen. 813 Schilling 50. Ja, nein, ich nehme es nicht. Na, jetzt nehmen Sie es schon. Lass es weh. Wieso mischen Sie sich in meine finanziellen Privatangelegenheiten? Geh jetzt in Unterschlupf und... Das bereitet mir auf Mord und Brand und jetzt wollen Sie das Geld, ne? Wann, dann will ich alles, 1627 und nicht an
bitte! Okay, Vorschlag, wir machen einen Betriebsausflug, okay? Na, bitte mit Ihnen, weil ein Betriebsausflug. Verzeihen Sie, wenn ich störe, Herr Weber, aber es waren 248. Was? Kieselsteine in Ihrem Reifenprofil. Hat's zählt? Sicherlich. 248 Kieselsteine, Rollsplitt, Feldspat, Quarz sowie ein 70er Nagel. Keine Bange, ich habe ihn herausgezogen. Wollen Sie damit sagen, ich habe jetzt einen Batschen? Sehr richtig, Weber. Und das gehört Ihnen, denn auch die kleinen Dinge können eine große Freude bereiten. Ja, mein Gott, aber im 627 Schilling müssen wir eigentlich einen schönen Raffen kriegen wieder, gell? Kurz, der gewinnt im Lotto ein Autoraffen, das ist ja das Beste. Breitfuß, grüß Gott. Hallo, Mathe-Tante, was gibt's denn? Was hab ich? So was hat diese Leberkasse, wenn wir so... Schweinzi, hab das... Der hat mir einen theatert. Ja, da glaubst du das wirklich nicht mehr. Mausetante, sie fehlen mich den ganzen Tag da. Wirklich, du, sie fressen an meine Dickmanns. Was hast du gesagt? Nein, nicht meine. Sie fressen Dickmanns den ganzen Tag. Und ich hab ja wirklich keinen Hörer.